Wie das Tor leckt, Da ist ey. ein ausgebranntes Auto. Die können immer, also die können noch nicht markieren. Ist er überhaupt in dieser Session? Ich habe ihm zwar Einladung geschickt, aber ob er die angenommen hat, dass er in dieser Session ist, weil sonst geht bist er gar du vom nichts. Auto weggegangen? Was? Bist du vom Auto weggegangen? Ich bin am Race gejoint und dann habe ich es wieder gequittet. Jetzt bin ich da irgendwo in der Nähe. Ja? Warte, ich schau mal schnell. Okay. Ja, bei mir geht's auch gerade nicht. Ich sehe gar einen Lukas-Code irgendwie nicht. Ich sehe die auch nicht. Ach, da ganz weit weg bist du. Ganz weit weg? Ja, ich sehe die. Ach, da. Ganz oben. Bist du überhaupt in der gleichen Session, Walter? Ah! Das ist ja fix. Ich glaube, dein Auto ist noch ein bisschen besser. Ach, egal. Mein YouTube-Abonnenten meint es auch irgendwie toll finden, dass ich jetzt doch über Bayerisch red. Ja, was ist denn so eine Vorstellung? Wo? Ah, da rammt mir gerade einer. Das ist scheiße. Walter, geh mal auf die Map. Wir treffen uns jetzt einfach irgendwo mal. Warte mal. Wenn er in der gleichen Session ist. Wenn du. Walter, schau mal her. Ja, dann wartest du dann. Wenn du Bullen wieder weg hast, dann. Walter, hast du dir komplett Skate überwiesen? Ja, ich sag's gerade, weil du musst immer dein komplettes Geld überweisen auf Bank, weil sonst kriegst du nämlich Probleme, wenn du stirbst. Ja. Boah, was ist das für ein Lag? Au. 5 Sekunden. 10 Sekunden. Das war's nichts kurz. Ich glaube, das ist ein abgeschmiertes Spiel. Oder mehr Grafikkarten, das kann natürlich auch sein. Oh, ja, ne. Okay. Solange ich die noch her. Kurzer Cut drin, das schneide ich einfach aus. Bis gleich. Servus. Oh. Oh wow. Jetzt geht's. Jetzt weiter. Jack, na, aber es leckt und übelst. Ja, vielleicht. Warte, ich schau mal ganz kurz. Also ich lasse das alles in der Aufnahme, weil es kann. Weil ich weiß, das kannst du ja. Also momentan bin ich auch noch da, aber ich weiß ja, nicht. Ja, ich seh dir. Ich weiß nicht genau, wo mein. Ja, das habe ich mitgekriegt. Gut. Aber ich bin gerade irgendwie, ich seh mein Ding nicht. Du duckst dich gerade, okay? Aber vielleicht ist der nicht angeschaut. Warte, ich geh jetzt mal ganz kurz da raus, gell, wenn ich rauskomme. Ja, du bist schon raus. Toll. Wow. Ich bin ganz kurz Standbild. Bei mir ist gerade Standbild irgendwie. Also nicht wirklich Standbild. Ich hab nur volle FPS, aber mein Charakter bewegt sich 0,0. Die Animation hat einfach pausiert. Kann es sein, dass der Server abgeschmiert ist? Jetzt ist er wieder da. Jetzt geht's wieder. Kann man einen Radiosender so Nonstop Pop läuft gerade Werbung, super. Ja, wie gesagt, der jetzt mal ganz gut irgendwas machen, ne? Oh, ich glaube, dass der wirklich abgeschmiert ist. Kann das sein? Wer? Der Server. Also ich bin nur drauf und bei mir funktioniert's. Okay, dann. Aber er hat für 10 Sekunden oder so mehr Pause gehabt, also. Hat das Spiel verlassen. Ja, das gibt's bei GTA Online öfter. Da musst du einmal neu connecten. Ich schick dir mal einen neuen Invite. Ach so, ich bin jetzt draußen, oder wer? Du bist ausgeflogen aus der Session. Ja, okay, dann warten wir ganz kurz. Dann, ich muss nämlich da mal schnell schauen. Mein System Monitor geht nämlich nochmal, der ist nämlich abgeschmiert. Warum hol ich es zweimal auf?
Ich werde beschossen, okay. Nicht echt, jetzt, ich glaube, meine Grafikkarte ist so geschmiert. Oh. Das ist ja schlecht. Oh, das ist ewig dauert, Leute. Ich habe meinen Taskmanager her, bitte. Komm, hopp, hopp, hopp. Ja, lecker. Ach, scheiße. Gesprengt. Na, super. Und wieder saugfähig Munition verloren. Der verliert man da so frei. Naja, fake nur. Perfekt gezielt. Was ist denn, wenn man stirbt, verliert man doch Geld? Ja, Bargage, ja. Mhm. Wir hast eine komische System Monitor. Au! Ja, danke schön, Herr Motorradfahrer. Lucky? Lol, was ist denn da los? Da sind Fahrzeuge ineinander. Und was ist das für Auto? Das ist ja cool. Das ist ein Mini-Auto. Lukas, wo kriegt man Heli her? Heli? Wenn man weiter. Alter, was ist da los? Wenn man weiter in der Story ist, dann kann man angeschaut. Alter, da explodiert's gerade. Wenn man weiter in der Story ist, dann kann man sie den bestellen per Telefon. Oder man fährt zum Flugplatz. Aber ich glaube, das geht mit so einem niedrigen Level noch nicht. Du kannst dir noch keinen holen, weil dein Level noch nicht oben ist. Boah, das sind einfach gerade mal so saufere Lastwagen gewesen. Und auf einmal kommt so ein Helikopter und zerbombt die alle. Was ist? Keine Ahnung, Walter. Welches Level muss man da haben? Pff, keine Ahnung. Ich auch nicht. Ja, du weißt auch nicht. So. Warum ist es der Launcher? Gut, den Launcher, den braucht ja keiner, oder? Na. Kommt's jetzt wieder, oder? Oder ja, der Walter ist ja noch. Kurz. Ja, ganz kurz. Ich geh jetzt dann mal auf Skype offline. Dann machen wir da mal schnell mal Fritzbox auf. Dann mache ich da mal, oh Gott, das ist jetzt nicht so optimal. Ah, Walter CDI. Ah, endlich, jetzt habe ich ihn. Ja? Ach, ja, jetzt ist er drin. So, und auf der Karte ist er. Ach, da oben, okay. Ja, der Server legt gerade echt ein wenig. Ja, aber mein Computer auch, du, wenn ich mal schaue, was der gerade macht, der fabriziert ja echt alles. Bunte Streifen, Pixel. Ja, aber echt, ey. Wie weit hat das 30? Ja, 20. Ja, bei mir auch. Aber ja, das gut, ist, glaube ich, habe auf maximalste Einstellungen. Ja. Also, ich lasse jetzt mal das Fenster da, das machen wir jetzt gerne. Das schmeiße ich da oben auf. Oh. Das ist so schmerzhaft. Da jetzt sind wir. Wo ist wieder her? Wie sitzt der? Okay. So, jetzt kommen wir wieder. Achtung! Wegen zu langer Untätigkeit aus der Sitzung geworfen. Kehre zurück zu GTA Online. Ja, so. Genau. Warte, ich kann dir einen Invite schicken, dass du gleich wieder in der bist. Jo. So. Also CPU arbeitet schon wieder mit 93%, RAM ist bei 6,5%. Ich glaube, ich muss mehr RAM dazu kaufen. 8 GB reichen einfach nicht aus. Ja, und DDR3 ist jetzt eh schon so billig, weil jetzt kommt ja DDR4 raus. So. Ja? Oder ist schon rausgekommen, ist sau billig DDR3 und wird immer billiger. Walter, bewegt ihr mal nicht für eine Zeit lang. Ach, Mann, jetzt sehe ich den nicht mehr. Blöd. Oh, Walter left. Walter, du bist geleftet. Ja. Has gone offline. Ach so, okay. Ich hab schon gedacht, schon wieder was schief gelaufen. Abgeschmiert ist bei mir. Ich bin so schlau. Da bin ich ja der Einzige, bei dem es läuft. Ja, momentan schon. Ey. Weil ich na, wie heißt der wieder? MSI auch noch aufnehmen. Oh, zusätzlich, ja, das ist ja toll. Ja, weil das
Das war nämlich das, was auf Position 1 ist. Ah, na, ja, momentan das, nicht. Das ist schlecht. Ich glaube, ich fahre da gerade irgendein Elektroauto, also der Motor hört sich so. Zum MSI auf der Bühne, den habe ich gemeint. Ja, Wort, ey, CPU oh, auf 99%. Ich hab das schon wieder abgeschmiert. Das ist ja Wahnsinn, was da gerade abgeht. Leckt einfach alles. Das ist alles, was passiert. Es leckt einfach nur alles. Ja, du kannst ja die Einstellungen overstellen. Die Einstellungen waren ja die maximalen. Ich habe ja dir die bloß empfohlen, damit du mir austesten kannst, was du maximal machen kannst. Gut, ich habe jetzt ein bisschen viel Scheiß aufgehört. Das Internet braucht kein Mensch mehr. Ui, schönes Auto. Nicht mehr abgesperrt, das ist ja toll. Na dann. Was damit? Da. Blau-Orange, das ist nicht mein Geschmack. Nicht? Ja. Das Auto war irgendwie hellblau, hell-orange, das war irgendwie sehr kreislich. Und da irgendwo unter dem Pier gibt es eine Pflanze, die kann man essen und dann kriegt man so Halluzinationen, als wäre man ein Fisch. Also, als wäre man selber ein Fisch und dann kann man im Meer schwimmen, als Fisch. Echt? Ja. Geil. Die Videoaufnahme, wie tue ich denn das disablen bitte? Was denn? Die Videoaufnahme, die ist nämlich auf Position 1 säge gerade. Von MSI? Ja. Einfach in die MSI-Einstellungen und dann. Das ist halt Mitspieler, Walter. Ja, mal, weil die sie toll finden, weil sie geile Waffen haben und. Mhm, genau. Habt ihr jetzt aber die Polizei auch schon gegeben? Ach ja, GTA San Andreas. Ist auch schon lang her. Aber das ist das gleiche wie in GTA San Andreas, bloß mit André Heiß halt. Ich setze das einfach auf F1, ja. Weil ich die Aufnahme nicht wegkrieg. Ich hätte ja gern die Videoaufnahme ganz weg da, aber ich schaff's irgendwie nicht. Weil du einfach zu blöd bist, deswegen. Keine, jetzt auch. Super. Ja, Überwachung. Auf was sind da die Hotkeys? F10 und F9, hab ich's doch gewusst. 10 und F9? Ja. Okay, für zeigen von und verbergen. Also. Da. Boah, ich hab gerade einen riesen Lag gehabt. Ja. Strange, gell? Aber es kann schon sein, weil jetzt um die Zeit, es ist 8. Da können wir natürlich alle an. Ja, und das haben sie ja ziemlich fake. GTA 5 für PC gekauft, jetzt spiel mich. Ja. Online wird geladen. Du kannst mir vielleicht einen Laden, gell? Oh, ich dir. Ja. Na gut. Time for some adverts. That's English for commercials. Let's go down to the store and talk it up like yeah. You are an American. Okay. Das kann sein, ich hab einfach bloß noch mal zur Sicherheit. Ja, da bist du schon drin, glaube ich. Bis jetzt scheint alles ganz normal. Zumindest geht mein Prozessortakt gerade mal auf 1080. Mhm. Wieso steht da einfach keiner? Den interessiert jetzt einfach. Na, dünne Zusammenschlung. Nein. Dünne Zusammenschlung. Doch, wieso? Doch. Was bringt denn das mehr? Weil dann kriegst du keine Sterne. Oder? Doch. Ach komm schon. Ich glaub schon. Verfügliche Schlägerei. Ja, genau.
Aber der steht einfach mitten auf der Straße. Oh, ich bin aber da. Hey guys. Deine Hose muss hinein. Ach komm schon. Kann man Anrufe abbrechen? Welche Anrufe denn? Ja, mit B vielleicht, keine Ahnung. Ah, mit Rechtsklick passt. Ah, ja, ich habe einen Controller. Deswegen. Ja, ich hab gar keine Munition einfach mehr. Gar keine. Es liegt vielleicht an deiner Tode, aber du hast es doch so verkauft. Ich hab voll gekauft. Ja. Okay, jetzt wart ganz kurz. Huch, da ist ja eine Sackgasse. Na toll. Achtung. Beitritt. Ich muss da ein wenig drüber singen, sonst kommt die GEMA wieder und nimmt mein Video ab. Und bei der 0,2 Sekunden von einem anderen Lieblingsmann. Aber mein Charakter geht in dem Auto einfach ab. Die Sitzung ist nicht möglich, da du erst die Einführung von GTA Online abschließen musst. Kehre zurück zu GTA Online. Cool. Du musst die Einführung einmachen, oder wie? Bei mir wirst du aber angezeigt, als hättest du die Einführung schon. Einladung Überfall. Na toll, jetzt rammt mir einfach so Polizei. Ja, ich muss anscheinend nur noch so einen blöden Laden überfallen. Das kommt mir zu denken, aber egal. Gib mir mal dein Auto da. Komm jetzt. Stell dich nicht so an. Der wird das schon freiwillig geben. Ah, mir ist beschimpft hier. Das nehme ich jetzt aber nicht auf, da. Aber ich? Ja, du schon, viel Spaß damit. Ja, jetzt fahrt's heute mal nicht voll quer, oder? Da kommt man gerade mit hinten mit 200 und dann kann man die da her mit und packen. 200? Und ja. Stell dir das nicht vor. Das weißt du. Kommst mit 200 auf der Landstraße da her und dann genau. Packt der drauf. Was da überholt man auf der rechten Seite ganz stinknormal heute, halt, dann kriegt der rechts so. Ja, ja, natürlich. Und der steht schon wieder mit auf den Stoß. Und da kann man sich eine Immobilie kaufen. Bitte? Da kann man sich eine Immobilie kaufen, habe ich gerade bemerkt. Immobilie, magst du da was kaufen, oder? Ja, Hausmächte, die haben damit immer meine Autos einmal speichern können. Aber jetzt ist es irgendwie wieder weg. Ja! Vernervt sich. Ist ein Boost irgendwie oder so? Oh, das sind fremde Autos, ich glaube, die muss ich töten. Ah, den habe ich. Was war denn das? Hat der explosive Munition gehabt oder was? Der hat zweimal auf mein Auto geschossen und dann ist es explodiert.